Weil wir müssen jetzt mal kurz auf der Erde vorbeigucken. Und wir brauchen eine Nachschubkapsel, beziehungsweise wir haben ja sogar noch Raketen. Wir müssen ja nicht mal welche kaufen. Brauchen wir noch Fracht. Ich würde empfehlen, wir nehmen uns noch Drohnen mit. 13, dann sind wir bei 25 Drohnen. Bei Fertigbauten hier sind wir natürlich gerade bei den wichtigen Sachen. Erzeugt Polymer aus Wasser und Treibstoff, eine Polymerfabrik. Vor allem, was wir aber brauchen, ist die Treibstofffabrik. Da wir sonst nicht unsere gelandete Rakete wieder starten können. So. Was können wir sonst noch mitnehmen? Wir haben sonst keinen Platz mehr, ha? Eine Orbitalsonde? Nein. Dann nehme ich lieber noch mal ein bisschen mehr mit. Okay, mehr geht jetzt gerade aktuell nicht. Wir sind so eine Zuladung hier, 39.500 Kilo haben wir. Wir haben auch schon 1,15 Milliarden verballert, würde ich mal sagen. Millionen werden das nicht sein, oder? Ich würde mal sagen, wir sind hier im Milliardenbereich. Auf jeden Fall haben wir nachbestellt. was heißt nachbestellt? Unsere Rakete fliegt los. Ja, wir sehen, wir haben jetzt noch 3 Stück. Die ist jetzt auf der Reise zum Mars, wird eine Weile brauchen. Wir schicken auch keine Menschen mit rüber, wir schicken wirklich nur Waren. Nur alle Benötigten. Wir haben inzwischen die Möglichkeit, ja, durch Green Mars Terraforming zu betreiben, was natürlich auch wichtig ist. Im Late Game bringt uns diverse Vorteile, dass wir zum Beispiel auch die Bevölkerung ohne Helm rumlaufen lassen können und so. Und ansonsten können sich die Menschen nur wirklich innerhalb der Kuppel geschützt aufhalten, ohne Raumanzug. Menschen können auch außerhalb der Kuppel sich bewegen, fühlen sich aber auch nicht langfristig wohl da drin. Also wenn Minenarbeiter, die außerhalb der Kuppel arbeiten, werden mit der Zeit depressiv. Und haben erhöhtes Suizidrisiko, wo man entgegenwirken muss. Jetzt haben wir hier das Problem, sage ich mal, dass unsere Drohne echt ein bisschen eine blöde Position hat. Das finde ich aber in diesen Calderas, in diesen Senken schlecht. Einfach hinzukommen, ja. Das erhöht nämlich gerade unseren Wartungsaufwand. Enorm. Und ich habe das Gefühl, unsere Drohnen machen gerade auch nicht weiter. Ah, komm schon. Bitte nicht. Das ist zu viel. Dieser Part. Wir müssen halt einmal hier komplett jetzt drumrum. Das ist halt echt das, was nicht schön ist. Dementsprechend brauchen wir wahrscheinlich doch noch mehr Drohnen-Hubs. Da habe ich ein bisschen. Ich war der Hoffnung, wir können von der Seite hier runter, aber das ist mal wieder halt nicht sichtbar. Nein, geht einfach nicht. Das finde ich unschön. Ich meine, wir können es probieren, ob wir direkt hochziehen können, aber nein. Wir sehen, er kann es nicht hochlegen. Also das ist ein bisschen unschön gemacht, dass der hier so Höhenlagen nicht gut überbrücken kann in dem Spiel. Also ein bisschen mehr entgegenkommender sein können oder Möglichkeiten. Also in echt kann man ja auch eine Stromleitung in der Höhe verlegen. Ja, das kann ja selbst bei City Skylines, dass ich dann in verschiedenen Höhen einfach meinen Strompoller setzt, ja. Was ja hier genauso wäre. Jo. Und immerhin sind wir ja auf Mars geflogen, also sollte das ja kein Problem darstellen.
So, nicht funktionierendes Gebäude 1, da Strom fehlt. Okay, können wir uns in dem Sinne auch erklären, weil wir hier keinen Strom bisher gekriegt haben. Ja, genau, deshalb wird diese Stromleitung auch nichts bis jetzt liefern. Die legen wir genau auf der gleichen Position, wie dann das Wasser läuft. Ne, Sauerstoff, Entschuldigung. Hier wird Sauerstoff und Wasser geliefert. Diesen Leitungen dann später. Das war. Na, warum nicht diesen Bereich? Was machen unsere Drohnen? Nicht viel. Sie chillen. Chillen und grillen. Wir sehen, die Rakete hat schon 50% unserer Route hinter sich. So, wir haben ja hier die Scanner, die können wir auch verwenden. Nehmen wir doch mal. Sektor scanned. Gucken wir mal wieder mal. Um zu sehen, was da los ist. Gar nichts. Gar nichts. Und da auch nicht. Wir sehen, unsere Drohnen haben jetzt gerade nicht sonderlich viel zu tun. So, bräuchten können wir einen ferngesteuerten Drohnen-Hub. Der macht dann auch Sinn. Wir sehen, unser Beton-Extraktor arbeitet schon. Jetzt mal ein bisschen schneller hier, das Ganze. Und wir sehen auch, wir haben nicht genügend Metall. Und deshalb werden die Arbeiten nicht fortgesetzt. Täuschenderweise kann ich hier auch nicht wirklich Metall sehen. Bei uns in der Gegend, das ist schlecht. Sehr schlecht. Normalerweise finden wir oberirdisch immer Metall irgendwo. Da gäbe es hier mehr Metall. Aber halt 21 Metalle, ne? Also das ist jetzt nicht die Welt. Wir hätten natürlich, statt hier siedeln zu können, hätten wir hier siedeln können. Hätten wir diesen unschönen Bogen nicht machen müssen. Aber ihr werdet sehen, wir werden eh mit den Kuppeln wandern bzw. Kuppelkomplexe errichten, die zusammenhängend sind. Sektor scanned. Wir haben eine Anomalie gefunden, die können wir jetzt mit einem, na, ich glaube, nur mit dem Erkunder. Brauchen wir einen Erkunder? Wir haben keinen Erkunder. Und der kann hier nur transportieren. Ah, wir sehen, unsere Rakete ist auch schon bereits da. Die setze ich aber extra runter hier, damit es wieder nicht ein Gebäude verwischt. Bringen Zeug mit. Ja, kommt jetzt ganz allein hier oder was? Was ist das Zeug? Gut, sind auf jeden Fall mit Drohnen gekommen. Genau, wir haben ja sonst eigentlich nur Fertiggebäude gehabt. Deshalb haben wir jetzt nichts abladen gesehen. Genau, Wassererzeugung. Danke für den Tipp. So. Und erstmal. Wir könnten jetzt natürlich gleich Treibstoff herstellen, bringt aber nichts, ohne Wasser zu haben. Das ist nämlich genauso wichtig dazu.
Aber das heißt, wir brauchen eigentlich noch was von der Erde, weil so kommen wir gerade nicht weiter. So nicht. Ja. Ihr seht, wir sind jetzt eigentlich auch schon voll. Und damit hätten wir dann nur noch 2 Raketen verfügbar. Wir sind bei 2,4 Milliarden. Ja. Cash. Da wir aber noch mehr brauchen, überlegen wir uns jetzt, was machen wir nun? Wir brauchen ja auch zum Beispiel einen ferngesteuerten Commander, der auch gleichzeitig als Hub funktioniert. Was ist das? Okay, das kenne ich jetzt gar nicht, das ist neu. Da kann man Touristen wie in der Safari rumkutschieren, okay. So, und wir sind nur noch bei 1,4 Milliarden. So rocken wir das runter. Der Punkt ist, wir brauchen jetzt eigentlich schleunigst ein paar Ressourcen. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Wir sehen, die Reste von Beton, vom Betonextraktor werden hier auf die große Mülldeponie abgeladen und irgendwann ist die voll. Ja. Da muss man dann auch unter Umständen neue bauen. Nicht funktionierende Gebäude, jupp. Kein Strom. Da uns einfach das Metall fehlt, können wir auch keine neuen Stromleitungen bauen. Also da sind wir wirklich jetzt gerade einfach auf die Lieferung von der Erde angewiesen, aktuell. Da wir auch eine ungünstige Position haben, dass wir gar keine Metalle sehen, kriegen wir da auch gerade nichts sonst zusammen. Durch das Scannen halt natürlich können wir auch schon irgendwo sehen, ob vielleicht irgendwo noch Metalle liegen, aber das dauert halt eine Weile, wie ihr seht. Wenn ich einen zweiten Sensorturm positioniere, dann geht das auch ein bisschen schneller. Einerseits haben wir dann Vorwarnung vor Katastrophen und andererseits haben wir aber auch den Effekt, dass schneller aufgedeckt wird. Ja. Ich priorisiere jetzt mal ein bisschen, damit die Leitungen jetzt schön schnell fertig werden, endlich.